Die Angelmesse im Rahmen der CFT, die Freizeitmessen, informiert über die Trends im Angelsport, vom Angelhaken bis zur kompletten Ausrüstung. Eine besonders elegante Art zu fischen stellt Rüdiger Kopf von RK Fly Fishing vor. Petri, heil! Petri, Dank! Was ist denn das Besondere am Fliegenfischen? Natürlich ist Fliegenfischen, man sagt auch, das ist die Königsdisziplin unter der Fischerei. Das ist eine ganz besondere Art, die Natur zu erleben zum einen und natürlich auch die Fische zu überlisten, weil beim Fliegenfischen macht man letztendlich nur eine Täuschung des Fisches. Das heißt, die Fliegen, was da verwendet werden, von dem der Begriff Fliegenfischen auch kommt, sind nicht echt, sondern es ist eine Imitation, eine Täuschung. Und der Fisch fällt dann letztendlich auf diese Täuschung rein. Und wie genau funktioniert das, das Fliegenfischen? Gut, natürlich muss man vorher so eine Fliege kaufen oder sich selber herstellen. Und dann bindet man die an das Vorfach dran. Das ist so eine angeschnorene, relativ unsichtbare für einen Fisch. Und da muss man natürlich, und das ist eigentlich das Typische beim Fliegenfischen, das Auswerfen. Und das können wir jetzt hier schön an diesem Wurfpulf demonstrieren. Eben mit der Fliegenrute, mit einer etwas dickeren Schnur und mit einer speziellen Angelrute. Und das ist eigentlich dann die große Kunst, das erstmal das auswerfen zu können. Und können wir uns gerne jetzt hier anschauen. Ja, also die Fliege, ist die dann aus Plastik oder was ist das? Die besteht zum Teil aus Kunststoff, also künstliche Materialien, aber auch die traditionellen Fliegen sind aus Rehhaar, aus Federn, aus Hasenfell, also wirklich aus natürlichen Materialien, weil vor 500 Jahren oder vor 400 Jahren gab es noch keine synthetischen Materialien. Aber mittlerweile sind die sehr groß im Kommen. Und was für Fische fallen denn da drauf rein? Im Prinzip jeder Fisch. Jeder Fisch, weil letztendlich das, was wir imitieren mit der künstlichen Fliege, ist ein natürliches Lebewesen, sprich das, was der Fisch zu sich nimmt. Also es kann anfangen bei einer Eintagsfliege über irgendwelche Köcherfliegen, Zuckmückenlarven, sogar kleine Fische kann man imitieren. Wie eben auch bei den Spinnfischern, die haben ja so kleine Wobbler als Köder. Und das Gleiche imitieren wir dann mit synthetischem Haar zum Beispiel. Sie haben gesagt, die Königsdisziplin des Angelns ist das Fliegenfischen. Das klingt natürlich nicht so ganz einfach. Wo kann man das denn lernen? Gut, Sie können das natürlich bei RK Fly Fishing lernen, ganz klar. Wir haben seit 10 Jahren eine Fliegenfischerschule hier im Dreiländereck, eben Schwarzwald, Frankreich und die Schweiz. Und wir bieten auch entsprechende Kurse an, eben von Ansteiger bis zu fortgeschrittenen Kursen. Und es ist natürlich, wenn Sie jetzt sagen lernen, es ist schon ein relativ langer Weg, um irgendwann mal die Perfektion ansatzweise zu erreichen. Aber ich sage immer, der Weg ist das Ziel und das macht eben das Fliegenfischen aus. Da geht es jetzt nicht darum, sofort viele Fische zu fangen, sondern einfach dieses ganze Prozedere, angefangen von der Vorbereitung, Fliegenbinden zum Beispiel im Winter, dann die Vorfreude auf das Frühjahr, was jetzt kurz vor der Türe steht. 1. April ist immer so Saisonstart bei den Fliegenfischern. Und dann eben das Erlebnis am Gewässer selber. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und natürlich die Bewegung, das Werfen an sich. Das macht eigentlich diese ganze Gesamtpackung aus Fliegenfischen. Und das möchte ich jetzt unbedingt mal ausprobieren. Gerne, ja. Okay, der einfachste Wurf, was auch alle Anfänger in den Anfängerkursen lernen, ist der Rollwurf. Das ist ein spezieller Wurf, der sich eignet für kleine Gewässer, was wir hier sehr viel haben im Schwarzwald. Und er ist eigentlich auch relativ schnell zu erlernen. Ich habe es gestern ein paar Jungs gezeigt, die haben das innerhalb von 5 Minuten drauf gehabt. Also das ist ziemlich einfach. Wichtig ist hier einfach nur, dass ich die Schnur auf das Wasser lege und einfach so eine Vorwärtsbewegung mache. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Maler, wo eine Leinwand vor sich hat, einen Pinsel in die Farbe taucht und jetzt einfach so Farbspitze auf die Leinwand macht. Das ist mal ganz grob der Bewegungsablauf und es sieht dann in der Praxis so aus. Ich lege die Schnur hier aufs Wasser und bewege jetzt meinen gedachten Pinsel, in dem Fall die Fliegenrute, nach vorn. Und durch einen kurzen Impuls fliegt jetzt die Schnur schon von alleine nach vorn. Aber es sind keine Fische hier in dem Becken drin? Nee, das ist jetzt nur zum Üben. Das ist auch nur 2-3 Zentimeter tief, um eben zu zeigen, wie das funktioniert. Weil ich brauche, um beim Fliegenfischen eben zum Beispiel einen Rollwurf machen zu können, brauche ich ein bisschen Wasser. Weil das funktioniert auf der Wiese nicht so gut wie im Wasser, weil die Oberflächenspannung dann natürlich fehlt. Deswegen sollte man da, wenn es nur 2-3 Zentimeter Wasser ist, das reicht schon aus. Das sollte man auf jeden Fall haben. Okay, jetzt ich. Weiß mal, warum der Ausdruck Rollwurf entstanden ist.
Fliegenfischen auf der CFT, die Freizeitmessen, eine Herausforderung. Und ich glaube, morgen habe ich Muskelkater im Arm, aber macht auf jeden Fall tierisch Spaß. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.